Ich heiße euch herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Moneymaker. Heute werde ich euch erklären, wo man als Reseller verkaufen kann, was es da für Möglichkeiten gibt und was für Tipps ich euch da auf den Weg geben kann. Also, wo kann man als Reseller verkaufen? Natürlich erstmal auf eBay, eBay Kleinanzeigen, auf Spock, offline auf Trödelmärkten, Momox und Rebuy. Ich habe das Ganze jetzt, also ich sage euch jetzt mal die Vor- und Nachteile zu den einzelnen Plattformen. Bei eBay habt ihr halt den großen Vorteil, ihr habt sehr, sehr viele Nutzer. Also wenn ihr ein Produkt verkauft, dann habt ihr eine sehr große Reichweite, sag ich mal, an potenziellen Käufern. Das Problem bei eBay ist, dass ihr halt Gebühren von 10% habt. Das müsst ihr natürlich in der Preiskalkulation mit einberechnen. Dann haben wir eBay Kleinanzeigen. Hier haben wir den Vorteil, wir haben keine Gebühren. Wir haben auch ein großes Spektrum an potenziellen Käufern. Was halt hier nicht so cool ist, ist, dass wir, sage ich mal, keinen Kaufvertrag mit den potenziellen Käufern schließen. Also wenn wir den PayPal-Adresse, sag ich mal, schicken und die schicken das nicht über PayPal-Freunde, dann können die das Geld natürlich jederzeit zurückziehen und ihr habt das Paket schon verschickt. Beziehungsweise wenn ihr offline, wenn die Leute irgendwie sagen, sie kommen um 3 vorbei und es kommt keiner und ihr wart dafür extra zu Hause, sag ich mal, da ist halt dabei das Risiko bei eBay Kleinanzeigen. Aber grundsätzlich fallen halt die Gebühren weg, was halt ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Dann gibt es nochmal Spock. Das ist eigentlich so ähnlich wie eBay Kleinanzeigen. Wir haben nur hier den Vorteil, dass man einen Kaufvertrag schließt. Also einen keinen hundertprozentigen, aber man hat auf jeden Fall eine höhere Chance, sage ich mal, dass das Produkt dann auch wirklich gekauft wird als bei Kleinanzeigen. Die nehmen auch Gebühren, die sind aber geringer als bei eBay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele, aber kann man auf jeden Fall auch benutzen. Sind sehr viele Nutzer drauf, eine sehr nette Community. Und ja, dann haben wir natürlich noch offline, also auf Trödelmärkten zum Beispiel oder ich sag mal über Freunde verkauft ihr was oder ihr könnt halt auch so irgendwie, wenn ihr mal, sag ich mal, ein paar Kunden hattet, dann könnt ihr anfangen, so ein Netzwerk aufzubauen. Keine Ahnung, ihr macht eine WhatsApp-Gruppe auf und dann packt ihr da alle rein und wenn ihr neue Produkte habt, schreibt ihr die rein und wenn jemand kaufen will, dann meldet er sich einfach. Hier ist der große Vorteil, ihr baut euch langfristig was auf, ihr habt keine Gebühren und die Leute, die ihr, sag ich mal, in dieses Netzwerk mit aufnehmt, die kennt ihr ja schon, das heißt, ihr wisst auch, dass die zahlen. Aber klar, da ist auch sehr viel Arbeit hinter, die Leute müssen sich erstmal anfangen zu vertrauen, das heißt, es dauert erstmal. Aber wenn das Ganze dann mal richtig läuft, dann ist das schon eine sehr gute Sache. Dann haben wir noch Momox und Rebuy. Das Ganze würde ich euch zum Anfang hin empfehlen. Das Coole ist halt dabei, das ist ein Großhändler, das heißt, ihr könnt da Bücher, Spiele, Klamotten, CDs und Filme hin verkaufen. Klar, ihr bekommt da nicht so viel Geld, wie wenn ihr es selber verkaufen würdet. Aber gerade wenn ihr größere Mengen habt, die einfach schnell weg müssen oder ihr braucht mal schnell Geld, dann kann ich Momox und Rebuy auf jeden Fall empfehlen. Weil ihr auch, sage ich mal, bevor ihr ein Produkt kauft, schon mal bei Momox und Rebuy gucken könnt, wie viel Geld ihr da zu 100% für bekommt. Das heißt, ihr bekommt auch wirklich sofort euer Geld. Ihr habt dann halt weniger Risiko. Das ist halt der Vorteil bei Momox und Rebuy. Der Nachteil ist halt, ihr habt geringere Preise, weil die wollen natürlich auch noch was verdienen. Ihr bekommt dann für ein Spiel, was eigentlich mal bei eBay 25 kostet, bekommt ihr bei Momox und Rebuy wahrscheinlich dann für das Spiel 12 Euro. Dafür ist das Spiel hundertprozentig verkauft, ihr bekommt hundertprozentig euer Geld und sobald ihr über den 10 Euro Verkaufswert kommt, bekommt ihr
die Versandkosten frei. Das heißt, das sollte man auch noch vielleicht mit einberechnen. Aber gerade um das Ganze mal am Anfang zu testen, eine sehr gute Sache, werde ich auch nochmal ein extra Video zu machen. Genau. Das sind erstmal so die Verkaufsplattformen für die Anfänger, sage ich mal. Es gibt noch ein paar mehr, aber auf denen, wenn ihr hier auf denen schon mal einiges verkauft, dann habt ihr schon mal eine gute Basis an Verkaufsplätzen. Genau. Das Wichtigste ist einfach wieder anzufangen. Fangt an, und wenn es erstmal nur ist, euer Zimmer auszuräumen und ihr verkauft altes Lego, alte Spiele, alte Bücher, macht das einfach, dann habt ihr schon mal einiges an Geld verdient. Das werden dann, also ich schätze mal im Durchschnitt, werden da locker 100, 150 Euro zusammenkommen. Wenn ihr das Geld braucht, dann macht das einfach. Wenn ihr euch als Startkapital aufbauen wollt, um dann, sag ich mal, richtig anzufangen mit dem Resellen, sag ich mal, macht das. Generell, ihr habt mehr Platz in der Wohnung. Guckt einfach mal, was ihr zu Hause rumstehen habt, ob ihr das wirklich braucht. Und wenn nicht, stellt es einfach mal rein bei eBay, Spock, Kleinanzeigen. Irgendwo wird es auf jeden Fall verkauft. Das wird vielleicht nicht nach einer Woche sein, vielleicht nicht nach 2 Wochen, aber innerhalb von 2 bis 3 Monaten wird das eigentlich, wenn das jetzt nichts Exotisches ist, auf jeden Fall verkauft. Genau. Das war's jetzt erstmal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr könnt mir gerne Bewertungen da lassen. Wenn euch die Reihe gefällt und ihr wollt weiter dabei sein, dann lasst bitte ein Abo da. Das war's jetzt erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.